Felix Brückmann und der Chemnitzer FC befinden sich im Krisenmodus. Nach einem guten Saisonstart mit 8 Punkten aus den ersten 4 Spielen kassierten die Himmelblauen zuletzt in der Liga 2 deftige Niederlagen. Mit Chemie Leipzig kommt nun ausgerechnet das Team der Stunde ins Stadion an der Gellertstraße. Die Leutscher konnten ihre letzten 3 Ligaspiele gewinnen und stehen in der Tabelle inzwischen vor dem CFC. Die erste Möglichkeit gehörte auch den Leutschern. 3. Minute, das ist Yannick Meda. Meda! Einmal vorbei am Kasten von Jakubow. Meda kam zu Saisonbeginn aus Cottbus. Und auch in der 7. Minute Chemie im Vorwärtsgang. Walter eigentlich ohne Stress, aber Florian Brückmann spritzt energetisch dazwischen. Jakubow unsicher gegen Eschele. Aber dann wird er geklärt. Eschel spendet Applaus für die Vorarbeit von Brückmann. Chemnitz kam dann nach 11 Minuten. Roscher auf Kirchicek, der ist neu in der Startformation, aber wird hier noch im letzten Moment geblockt vom Fuß von Zurek. Ob Bellot den gehalten hätte, man weiß es nicht. Dann die 18. Minute. Park Liuka kommt für den verletzten Pelivan in die Mannschaft und sofort im Blickpunkt. Die anschließende Ecke zickert und da ist Park Liuka an den Pfosten. Gerade einmal 15 Sekunden auf dem Platz gewesen und schon hätte es fast geklingelt. 23. Minute. Harand schickt Jepel, der kriegt das Ding nicht. Aber dann passiert das hier. Klatscht voll mit dem Kopf gegen den Beton und bleibt erstmal benommen liegen. Eschel versucht ihm hochzuhelfen, aber da sind die Lichter einmal ausgegangen bei Leipzigs Nummer 33. Er musste ein paar Minuten behandelt werden. Auch Christian Tiffert sah sich das mit Sorge an. Doch dann konnte nach ein paar Minuten Behandlungszeit Entwarnung gegeben werden. Jepel brauchte nicht die Trage, konnte allerdings nicht weiterspielen. Für ihn kam Kirstein. Das Spiel verflachte nach diesem Schockmoment. Chemie brauchte auch ein wenig. Und das größte Highlight nach dem Schock um Jepel in dieser Szene. 36. Minute, Zurek, der geht fast sogar noch an die Eckfahne. Das war die letzte Szene. Damit ging es in die Halbzeit 0:0. Chemnitz bislang mit keinem so wirklich guten Auftritt nach 2 Niederlagen in Folge. Und Chemie auch in Durchgang 2 besser drin. Zu Beginn Eschel in Minute 50, aber bekommt nicht genug Druck dahinter. Chemnitz, sie brauchten unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis. Bislang aber noch offensiv harmlos. Dann diese Situation. Furkan Kirchicek in der 68. Minute. Wird er super in Szene gesetzt von Roche. Aber man sieht das große Problem von Chemnitz in dieser Saison. Erst 6 Tore erzielt. Sie sind offensiv einfach zu harmlos. Chemie dann wieder in der 72. Minute. Zurek. Lukas Zurek über den Kasten von Jakubow. 5 Minuten später. Chemnitz versuchte es mit ihren Möglichkeiten. Walter, der 20-Jährige, nimmt sich hier einfach mal ein Herz in der 77. Minute. Okan Kurt. Kurt, aber auch hier fehlt einfach der letzte Wille, die letzte Entschlossenheit, das Ding auch wirklich über die Linie drücken zu wollen. 2 Minuten später, gefährliche Freistoßsituation für Chemie. Da steht Linksfuß Dennis Mast. Der ist ein Spezialist für solche Situationen. Mast macht es auch und da zappelt der Ball im Netz. 79. Minute. Dennis Mast, der Routinier, 30 Jahre alt, sticht seinem Ex-Verein, den Chemnitzer FC, mitten ins Herz. Von 2016 bis 2017 absolvierte er 35 Spiele für die Himmelblauen. 7 Tore, 7 Assists, seine Bilanz. Und hier sein erstes Saisontor, was Christian Tiffert und den Himmelblauen so richtig wehtut. Jakubow hat viel Verkehr vor sich, deswegen kann man ihm da keinen Vorwurf machen, auch wenn er sehr unglücklich aussieht. Und Chemnitz, die letzten beiden Duelle gegen Chemie gewonnen. Sie versuchten noch irgendwie einen Punkt rauszuholen. Aber Felix Brückmann, der konnte den Ball nicht mehr über die Linie drücken nach der Vorarbeit von Walter. Das war die letzte Aktion. Chemnitz verliert 0:1 gegen Chemie. Wir haben viele junge Spieler, die natürlich dann ein Stück weit vielleicht mehr verunsichert sind. Aber auch wir alten Spieler sind da in der Pflicht, die Jungs aufzubauen. Es geht im Sport immer weiter. Es geht nie bergauf. Immer nur bergauf, sage ich mal. Sondern es gibt doch mal eine Talfahrt. Die haben wir jetzt. Natürlich zum ungünstigen Zeitpunkt. Es ist so ein bisschen ein Déjà-vu wie zum letzten Jahr.
wo wir es zum Anfang dann oder gerade in der Phase der Saison auch schleifen lassen haben. Aber jetzt gilt es weiterzumachen und die Köpfe hochzunehmen. Dennis Mast erzielte das goldene Tor per Freistoß. Bleibt nur noch die Frage, war der so gewollt? Nee, es war schon gewollt, ihn direkt aufs Tor zu spielen. Es war ja relativ nah. Wir lagen direkt an der Strafraumgrenze. Und dann, dadurch, dass unser Spieler natürlich nah an der Torlinie stand, stehen konnten, durch die Entfernung, stand Budan auch vorm Torwart, wo der Schuss kam. Hat ihn, glaube ich, ein bisschen auch irritiert. Und so ging er dann halt rein. Also es hat halt alles zusammengepasst. Und danach erklärt dem Matchwinner Dennis Mast, was das Erfolgsgeheimnis von Chemie ist. Das ist, glaube ich, diese Philosophie des Vereins, dieses eklige Sein, dieses unangenehm. Ich hatte vor dem Spiel eine Pressekonferenz vom Herrn Tiffert gehört, da hat er auch gesagt, es ist immer eklig gegen Chemie und genau so ist es. Ich glaube, jeder, der auch zu uns nach Hause kommt, in unser Stadion, weiß, dass es immer unangenehm wird und so arbeiten wir uns ins Spiel rein und schauen dann, wenn wir merken, wir sind drin, dass wir dann natürlich auch spielerisch reinkommen. Das haben wir heute erste Halbzeit sehr gut gemacht, fand ich. Zweite Halbzeit ein bisschen weniger, aber haben uns insgesamt dann für eine richtig gute Leistung belohnt. Und wie eklig sie sein können, das möchte Chemie auch nächste Woche unter Beweis stellen. Dann empfangen sie zu Hause den FC Carl Zeiss Jena.